Ja, also das war ganz interessant, das Thema. Erstens muss ich sagen, dass die Gemeinschaft, die ich interviewt habe, sind echt altgediente Gemeinschaften. Das sind Gemeinschaften, die 30 Jahre oder ungefähr aktiv sind. Und es war spannend zu sehen, dass sehr, sehr stark wächst dieses individuell lösen. Viel individuell und nicht per Gesetz lösen. In jedem Fall ist anders. Erstens hat kaum eine Genossenschaft, das bei uns wirklich das Gleiche ist. In Auroville zum Beispiel, das Thema Gemeinschaftsstunde gibt es überhaupt nicht, weil jeder Aurovillianer muss sich mehr oder weniger 100%, tut er nicht, aber ungefähr 70%, nur für Auroville arbeiten. Und dafür kriegt er eine Maintenance, nennen sie das, das ist so eine Art Grundeinkommen. Damit können sie wohnen und essen da ungefähr. Und wenn sie Betriebe haben, dann werfen sie 1% ab an Auroville und verdienen den Rest. Also das sind schon ungefähr 20-30%, was an Auroville geht von allen Betrieben. Und das liegt an ihnen, wie sie wirtschaften. Klar, in Auroville ist es so, dass wenn Menschen gehen und wieder kommen, gibt es Grenzen. Das heißt, 5 Jahre geben sie sich, dürfen sie wegbleiben und wieder kommen. Und dann versuchen sie es möglich zu machen, dass sie dort auch wieder einen Wohnort finden. Nach 5 Jahren musst du die ganze Annäherung von vorne wieder machen. Aber es ist schon ziemlich lang, ne? beim ZEC. Die Leute, die Nachbar sind, haben ungefähr ähnliche Rechte wie die Menschen, die da drin wohnen, weil sie ja alle Infrastruktur nutzen. Also sie können da essen, sie kommen zu sozialen Prozessen oder anderen Prozessen. Das sind meistens Menschen, die Jahrzehnten oder Jahre lang da waren. Und wenn sie den Wunsch haben, weiterzumachen, obwohl sie in der Nachbarschaft wohnen, ist es möglich. Allerdings Menschen, die gehen, die sind erstmal weg und dürfen gar nichts Besonderes. Wenn sie wieder kommen, in Einzelfällen, müssen sie auch nicht wieder die Annäherung machen, aber das ist von Fall zu lösen. Genau, die Gemeinschaftsstunde im ZEC begrenzen sich auf Essen. Da tun sie rotierenderweise immer kochen, und zwar für alle. Und alle aus der Gemeinschaft kochen ungefähr einmal die Woche für alle. Die können kochen, die können mit der Küche und das ist ihre Gemeinschaftsstunde. Sie stellen niemand für die Küche ein. Aber das sind doch nur, ach so, ja, wenn es mehr sind, ich habe gerade überlegt, es sind 21 Gelegenheiten zum Kochen. Genau, also vielleicht tun manche nur jede 2 Wochen. Ja. Ja. Rente. Renten, da hat noch niemand echt eine Lösung. Das Interessante ist, dass zum Beispiel die Schweizer sagen, bei uns hat jeder eine Rente. Und die sind zwischen 1.500 und 1.800 Euro, egal ob du Arzt oder irgendwie angestellt warst. Das ist halt die Schweiz. Das ist die Schweiz. Also da stellt sich ja nicht das Problem, was macht ihr mit Rentner oder so. In Auroville, meine ich, versuchen sie, dass die Rentner auf jeden Fall da eine Art altes Existenz haben und auf jeden Fall essen und wohnen können. Die meisten in der Tat, die anders das gestalten können, leider Gottes, gehen weg, wenn sie sehr alt werden und gehen in diese Phase woanders leben. Das finde ich ein bisschen traurig, weil sie finden das Leben dort als ganz alten, auch wenn du essen und wohnen kannst, nicht so wirklich angenehm ist. Genau, also die ganzen Europäer sind eigentlich schon darauf erpischt, dass wir, also die Deutschen, auch Ton drauf oder so, dass wir zusammen uns was überlegen, wie man Rentenalter für Menschen, die keine Rente haben, gut gestalten können.
Also ob das ein Fonds oder was wird. Wie macht das Findhorn? Ja, das weiß ich dann nicht. Ja. Findhorn weiß ich nicht, weil es sind echt viele, viele Renten, oder? Mhm. Und Mengen. Ich glaube, die bringen zu großen Teilen selber was mit und kaufen ja auch das Land da eigenständig und bauen dann da. Und in Findhorn ist, glaube ich, alles, was reinkommt. Also die Kurse sind sehr teuer. Es gibt fast nur Seminarbetrieb dort. Und ich glaube, da schaffen sie bescheiden davon zu leben, so auf irgendeine Art zusammen zu leben. Und jeder macht, was er kann. Es ist zwar nicht Gemeinschaftseigentum, aber es ist nah dran. Es ist, jeder kriegt was und gibt was rein. Aber eigentlich die Haupteinkommenssachen sind die Seminarhaus. Aber es gibt auch viele Selbstständige, die ganz was anderes machen. Ich habe dort in Findhorn einer, die lebt jetzt auf Jamaika, die war 20 Jahre in Findhorn. Dann hat sie irgendein Business gemacht, wo sie in Jamaika kam, hat sich verliebt in das Land, eine Gemeinschaft dort gefunden, ist dort übersiedelt. Ja, im Großen und Ganzen war das die Ergebnisse meiner Forschung. Was es da auch gibt, ist auch eine Art Gasthelferzeit, die sogenannte Experience Week in Findhorn. Und die kostet zwischen 500, nach Selbsteinschätzung, zwischen 500 Pfund und ich glaube 750 Pfund. Also je nachdem, was man einbringen möchte. Und für junge Leute gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man da nochmal in Kontakt tritt. Und ich habe jetzt sogar von Leuten gehört, die auch während der Konferenz und dem Summit dabei waren. Die um die 100 Pfund gezahlt haben und sich dann aber täglich um die 3-4 Stunden einsetzen mussten in Küche und Organisation. Also es wird möglich gemacht. Wie viele Euro sind 5 Pfund? Bitte? Wie viele Euro sind 5 Pfund? 1,5 ungefähr. Das ist stimmig. Also der Pfund ist hoch. Ja, noch was, eine Bemerkung in Tamera zu dem Thema Gemeinschaftsstunden und wenn du wieder kommst, wenn du gegangen bist und wiederkommst. Und da war die Ina, die hat gesagt, ja, es kommt ganz darauf an, ob der Mensch weiß, was sein Platz ist. Wenn einer wiederkommt und er kommt wieder, aber er hat schon immer gewusst, also wenn er weg zum Beispiel gewesen ist, hat, was weiß ich, in Findhorn dort irgendwas gemacht und dann hat er dort was gemacht und kommt dann wieder nach Tamera und weiß genau, was er dort wieder machen wird, weil dieser Mensch einfach weiß, überall wo er ist, was er da zu tun hat, dann ist es nie ein Problem. Aber wenn jemand gar nicht weiß, wo seine Aufgabe, sein Platz oder wo er selber steht, dann wird es ein Problem. Tamera sieht das auf jeden Fall locker. Tamera sieht das locker. Ja. Ich fand das interessant. Gibt es eigentlich innerhalb von Gen so eine Art Konzept des, sag ich mal, Zwischengemeinschaften wechselns? Also ich meine, es ist ja ein ziemlich großes Netzwerk an Gemeinschaften, dass man jetzt einfach sagt, naja, ich brauche mal einen Tapetenwechsel. Ich würde jetzt gerne mal. Das ist das, was du mit Austausch meintest, Rosa. Ne? Ja. Also Austausch ist nicht inhaltlicher Austausch, sondern von Menschen. Genau. Von Menschen, ja. Genau. Ja. Es gibt einen relativ jungen Mann, der macht seit 7 Jahren nur das, als in Gemeinschaft rumzuspazieren und Software zu erfinden, ja. Wie man das noch systematisieren könnte. Ja. Auf der nationalen Ebene sind ja die gleichen Interessen und Bewegungen und Bedürfnisse nach Austausch und ich glaube, da gibt es auch also es gibt nochmal Gen Deutschland. Da sind die gleichen Fragen und Bedürfnisse und sind konkret einzelne Personen, die das vorantreiben. Ich glaube, vieles hängt einfach an Personen, was sie anfangen und es sozusagen mit herbeiführen. Weil die Ideen sind überall die gleichen. Ja, die sind einfach da. Und was ist da der Stand? Der Stand ist, dass es zwei Vernetzungstreffen gegeben hat, hier im Tempelhof, aus denen dann Gen Deutschland hervorgegangen ist. Und da drin gab es eine Arbeitsgruppe, die schon sehr weit war für Austausch zwischen Gemeinschaften und Ressourcentauschen und so weiter. Und eine unten, wo jetzt diese Gruppe ist. Ja, jetzt ist sozusagen die Katja vom ZEC ist so diejenige, die am dichtesten davon ist. Das müsste eigentlich diese, die schon mal angefangen haben und
Bürokratinnen müssen zusammenkommen und dann kann vielleicht was entstehen. Aber vielleicht läuft es auch wieder ganz anders. Ja, und bisher waren es eher dann so Gruppenaustausche. Also dass wir dann immer gesagt haben, wenn die kommen, natürlich zum Selbstkostenpreis, also Helferpreis. Da waren wir dann in Siebenlinden, Torndorf war hier. Aber dass jetzt einzelne Personen für eine längere Zeit, das müsste man dann einfach nochmal, ob da schon auch ein bisschen Bewegung drin, dass es halt günstig sein soll, wenn man sich von Gemeinschaft zu Gemeinschaft bewegt. Und ich glaube, dass wir jetzt so gerade mal anfangen mit einem Prozess, dass die Gemeinschaften miteinander vertraut werden. Und sich kennenlernen und anfangen, in die Zusammenarbeit zu kommen. Und es wächst und wächst und wächst. Und wenn es soweit ist, dann gibt es auch sozusagen die schlaue Lösung für diese Art von Austausch. Jetzt wird glaube ich laufen. Und jetzt muss ich an der Stelle einfach nochmal sagen, dieses Buch ist super zum Lesen. Kauft das Buch, das unterstützt die Bewegung und liest es, weil es ist super, es sind lauter persönliche Beiträge von Menschen, die das ganze Leben, die seit Jahrzehnten Gründer sind oder in irgend so einer Organisation drin sind, und die erzählen wirklich ganz toll, wie es ihnen dabei geht und was sie erlebt haben. Also es ist einfach sehr bereichernd, das Buch. Das Buch, was auch gerade jetzt gefeiert wurde, weil es ist gerade für die Gen-Eröffnung veröffentlicht worden, und die Agnes hat schon Mengen davon. Englisch. Nee, in Englisch habe ich nicht, in Deutsch. Es gibt in Deutsch. Es gibt eine deutsch-englische Version. Wir können einfach weltweit. Und zwar hier Englisch können, ich will irgendwo nach England gehen. Holistic Education in Griechenland, also es ist wirklich toll, 5 Öko-Village auf Insel, und also das lohnt, wir können damit auch Griechenland unterstützen. Ich glaube generell, wenn ihr Lust habt, irgendwie Kontakt zu anderen Gemeinschaften aufzunehmen, dann kommt auf uns zu. Wir kennen mittlerweile dermaßen viele Leute. Das ist krass. Das ist krass. Und ich war ja fast doppelt so lange da wie die beiden. Er wollte eigentlich heute keinen Vortrag machen, weil er möchte niemanden irgendwie anmotivieren, dass nächstes Jahr jemand anders delegiert wird. Aber bei den Planwänden müssen wir nächstes Jahr mit 20 Leuten dahin, dass wir irgendwie mitkriegen, was läuft. Du, das ist aber echt toll. Es gehen manche echt mit vielen Leuten. Und das ist schon schön. Und wir haben uns super ergänzt. Jeder von uns ist in etwas anderes gegangen und hat die Möglichkeit zum Austausch. Wir hatten es gut, Dabei. Ja. Gut. Ja. Danke fürs Interesse. Ja, danke. Oh, super. Haben wir an den Fisch denken morgen? Ja. Das werden wir gleich morgen in der Schulversammlung gleich alles einführen. Die Deutsch-Findorn-Programme, die drei Programme. Das ist die Annonce für nächstes Jahr in Spanien. Da kann man nach Spanien. Und wo in Spanien? In Arterra. Das ist bei dem Bau. Und ich habe einen jungen Mann aus Schottland, begeistert, er ist Englischlehrer, er würde sofort herkommen und einen Englischkurs machen, weil er macht schon in Fidor das Englischkurs. Ja, das ist super, ich mache mit. Er kommt Maler. Kommt er. Ich habe das schon wieder noch einmal. Ja, das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht. Das ist ja auch nicht.
After Party. Max, habt ihr euch dann noch